Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Doors. Ich habe mir heute mal überlegt, wir gucken uns den Server mal so ein bisschen an. Ihr kennt ja größtenteils mein Haus, kennt ihr ja. Und dann war ich ja schon bei diversen anderen in den Häusern und wir wollten einfach... Ich gucke einfach mal links rum, was hier so alles passiert ist. So, da diese Folge ziemlich spät kommt, hoffe ich, spoilere ich jetzt keinen. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Wir sind jetzt hier bei Mats. Okay, der hat hier so ein paar Silos direkt stehen. Also eine ganze Fabrik. Richtig krass, guck mal, die ganzen Kabel. Okay. Also eine richtig krasse Fabrik hat er hier aufgebaut. Okay. Ich weiß auch noch, dass irgendwo hier ein Keller geht. Oder ging. Geht wahrscheinlich nicht mehr. Oder er hat jetzt einen Aufzug irgendwo hingebaut, den ich jetzt gerade nicht sehe. Das ist auf jeden Fall von dem lieben Mats Fummels die Fabrik. Sieht ganz schön aus. Dann flitzen wir jetzt einmal zum Onkel Poppy. Der hat sich ja hier niedergelassen. In diesem wunderbaren, schönen Windmühlenhaus. Und hier hat er so ein kleines Tierchenhäuschen noch hingemacht. Und ihr seht ja, seit dieser Woche ist Tür 4 offen. Das heißt, diese Tür, die ist auch jetzt für mich am nächsten. Und deswegen gehen wir jetzt auch immer dahin. Genau, bei Katze waren wir ja auch schon oft genug. Wir flitzen hier einfach einmal durch. Und wir gucken uns gleich mal den Keller an, was wir so mit dem Bauteam gemacht haben. So, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Das dürftet ihr eigentlich alles schon gesehen haben. Die Mob-Farm. So, was haben wir? Genau, der Keller hier unten, der sieht inzwischen so aus. Was ist das zum heilige Scheiße? Was ist das denn? Okay, ich gehe hier wieder raus. Das sieht gefährlich aus. Genau, hier die Crusher sehen jetzt inzwischen so aus. Wir haben ja versucht, die nach hinten zu schieben, weil wir zu faul waren, um die abzubauen. Ja, haben wir den Server mit Putt gemacht. hier ist diese Monster-Holzfarm von Anna Zurex. Da waren wir auch schon drin. Guckt da auch mal in die Folge rein, die wir aufgenommen haben. Da hat er uns sein Haus und die Technik und so alles gezeigt. Hier sind wir einmal bei Danger Zockt, glaube ich. Genau, bei Danger Zockt. Hier kommt so eine Garage hin, soweit ich weiß. Das hat er bei Debitor im Video gezeigt. Hier will er so noch so ein bisschen was ausfüllen. Wir gehen jetzt nicht runter, ich breche jetzt nicht ein. Ich gehe nur bei denen rein, wo ich weiß, dass ich rein darf. Genau, und dann kommen wir mal hier rüber. Das ist Flaschenzug-LP. Der hat hier so eine krasse Mühle und hier so krasses Enderzeug hingebaut. So Arenen. Richtig krass. Ich weiß nicht, was das werden soll später. Aber es sieht gefährlich aus. Es sieht richtig gefährlich aus. Da ist er ja. Hallo. Es sieht richtig gefährlich aus, okay. Alles klar. Er winkt. Hallo. Genau, das gehört auch noch zu dieser Arena hier. Genau, den Pixel-Shop kennen wir ja. Den Pixelmarkt. Das Haus von den Pixels kennen wir auch. Die machen ja auch irgendwas mit Draconic Evolution. Keine Ahnung, ich kenne mich halt null aus mit diesen Mods, was man damit alles machen kann. So, hier sind wir jetzt einmal beim guten Nilo. Der hat eigentlich auch ziemlich cool gebaut. Da können wir natürlich jetzt auch nur von außen einmal reinschauen. Weil ich ja, wie gesagt, nirgendwo reingehen möchte. Dann kommen wir zum lieben Xanto. Der, was hat er denn da gebaut? Hat sich jetzt auch mit einer Mauer umrandet. Ach, da ist die Schmelze drin. Alles klar, okay, cool. Hier hat er so ein bisschen schön gemacht. Und seine Windmühle hier. Ah, ich war zurückgebackt. Klopfen mal an, vielleicht ist er ja da. Der ist da.
Darf ich rein? Wow, okay. Das ist krass. Ach, guck mal, er hat das beschriftet, was er wo reingepackt hat. Das ist natürlich übel. Warum steht der hier so rum? Alter, ist voll gefährlich. Die backen wahrscheinlich hier raus. Das Problem hatte Tizian ja auch, dass er gestern, glaube ich, rausgebackt ist. Ah. Mit so viel Technik kann ich natürlich nicht, nicht herhalten. Deswegen zeige ich... Ah, okay. Uah. Okay, sollte ich vielleicht nicht reinfallen unbedingt. Hier kriegt er seine Energie her. Okay. Ist das so ein Reaktor hier? Uah. Okay. Diese Aufzüge sind halt mega geil, ne? Hier ist der Reaktor. Okay, alles klar. Oh, mit Code sogar. Man muss immer stehen bleiben, weil das backt ein bisschen rum. Wie ihr seht. Aber cool, cool. Okay, das ist krass. Dem geht's, glaube ich, nicht mehr so gut, dem Typen hier. So, wir fliegen einfach mal weiter. Und zwar, was ist, wer baut hier? Ich glaube, das müsste Carscraft. Nee, Debitor. Obwohl, das ist, glaube ich, Carscraftes Villa. Ich habe ihn, glaube ich, hier dran mal bauen sehen. Das ist, glaube ich, seine Villa, genau. Der hat auch so ein krasses Teil. Was ist das? Schreibt mir mal in die Kommentare, was man mit diesem Monster hier tun kann. Sterbe ich, wenn ich da reingehe? Nee. Das sieht aus, als ob das gleich so explodieren würde und voll die Atomkugel wäre. Krass. Genau, dann kommen wir einmal hier zu dem lieben Fisch da. Das finde ich auch mega cool, dass er hier einfach so einen Kran hingebaut hat. Solange der hier noch nicht fertig gebaut hat, hat er halt diesen Kran hier hingepackt. Das finde ich halt eine richtig nette Idee. Also hier ist jetzt mal die Tür offen, deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein. Kaffeemaschine auf dem Boden, alles klar. Die kann sogar was, okay. Auf jeder Baustelle gehört eine Kaffeemaschine und das passt. Genau, bei Fichter waren wir ja auch schon mal unten im Keller. Dem haben wir ja auch schon mal geholfen in der Folge. Jetzt müssen wir mal essen. So, jetzt kommen wir hier zu Debitors Fabrik. Fabrik, 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 Fabrik. Die zeige ich euch nicht genauer. Denn die wird euch noch genauer gezeigt. In einer anderen Aufnahme. Deswegen fliege ich über das Gebiet einfach einmal drüber. Wenn ich dich zurückbacken würde. Wahrscheinlich liegen wir hier wieder tausende Items auf dem Boden. Genau. Vom lieben Flamezone und vom Walle. Das Gebiet kennt ihr ja eigentlich so gut. Ne? Das Haus von denen. Hier sind wir ja immer früher hingeflogen, haben repariert. Hier haben die so einen Reaktor hingebaut. Und daneben wohnt direkt der Kalle. Bei dem waren wir eigentlich, glaube ich, auch schon mal drin.
mit seiner Windmühle und so weiter und so fort. Genau. Dann fliegen wir einfach jetzt mal weiter. Ich glaube, hier hinten ist die liebe Jenny angesiedelt. Genau, da in diesem kleinen Häuschen. Hier. Mit ihren Hühnchen. Alles klar, mit ihren Hühnchen auf dem Boot. Genau, da gucken wir einfach nur mal von außen rein. Das ist ja nur ein Unterschlupf für Wanderer, okay. Das heißt, da können wir eigentlich theoretisch mal reingehen, ne? Oh, schick. Man kann sich hier hinsetzen und einfach mal ein bisschen chillen. Okay, ich weiß gar nicht, wo sie aktuell dann baut. So, hier steht einfach so ein Reaktor. Extrem verzockt. Okay, jetzt sind wir bei Max. Das finde ich halt cool. Das sieht irgendwie so römisch aus. Mit diesen Säulen. Okay. Sieht auch interessant aus. Boah, hier leckt's. Okay, hier ist so eine Strandhütte. Ist auch von Xadis, glaube ich, ne? Ausdörrung. Ja klar, weil hier heiß ist, ne? Genau, hier geht es einmal zu Xadius rein. Ich weiß nicht, ob er jetzt hochkommt. Hängt der jetzt fest oder leckt es bei mir gerade übertrieben, dass sich nichts mehr tut? Erstmal eine Kartoffel. Geschütztürme. Damit wir nicht erschossen werden, oder was? Schalt mal dein Zeug ab, genau. Okay. Was hast du denn für eine krasse? Was ist das für eine Rüstung? Glitzerrüstung. Er hat auch so ein Ding. Was ist das? Sieht aus wie eine Atombombe. Ein Energiespeicher. Okay, krass. Sieht einfach aus wie die übelste Atombombe, die gleich hochfliegt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ach, dann wird hier quasi die Energie quasi so hochgepumpt in diese Kugel dann. Alles klar. Okay, hier passieren böse Dinge. Hier ist so ein Blutaltar-Dings. Okay, ruf mal deinen Aufzug. Oh Gott. Niesi, niesi. Ach da, okay. Bleiben wir einfach mal stehen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht irgendwo hinbacken. Einfach mal nicht bewegen. Ui, Turbinenglas. Was ist das denn? Von Extreme Reactors.
Okay. Okay, er fliegt jetzt hoch. Ah ja, gut. Dann fahren wir halt Aufzug. Oh Gott, die übelsten Schaltungen. Ah, okay. Scheiße aus. Ich will mich da drauf setzen. Nein! Er hat mich eingesperrt. Wenn ich jetzt da durch wäre, wäre ich putt, ne? Ich putte dann. Ich mach da diese krasse Infinity-Rüstung. Alles klar. Macht nur Aua, okay. Was passiert da drinnen? Seit ich meinen neuen PC habe, leckt es übrigens hier kein bisschen mehr auf seinem Grundstück. Ich bin ja rückwärts gelaufen aufs Xadius Grundstück mit meinem alten PC. Ich konnte hier gar nicht mehr in die Nähe und bin direkt abgestürzt. Das war aber auch bei anderen über dem Grundstück. Bei den Pixels zum Beispiel konnte ich auch nicht mehr lang. Aber dank meinem neuen PC geht es hier jetzt alles wieder. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier mal wieder rauskommen aus dem Keller. Kerker. Halle, Reaktor, Kerker, alles klar. Oh, so. Einmal wieder hoch. Autschi, bautschi. Nicht bewegen heißt es hier. Ding. Alles klar. So, hier oben. Ach, das ist einfach noch alles leer, ne? Okay. Dank für die Tour. Verschwinde auch direkt mal wieder. Genau, wie auch hier gesagt, schaut auch mal beim Xadius vorbei. Der macht super interessante, wie nennt man es? Technikvideos. Was bei mir fehlt, das ist bei ihm sehr gut quasi aufgebaut. Genauso wie der liebe Tizian, der ist eigentlich auch technisch sehr weit vorne. Genauso wie Katze. Wir können hier gerade noch mal einmal durch den Turm. Genau, hier ist so die Kuhfarm. Das sieht mir nach Blood Magic aus. Genau. Und da hinten ist auch noch was. Hier hat er seine Maschinen unten. Hier hat er seine Farm unten. Nur um das mal jetzt zeitlich einmal zu beschleunigen. Genau, hier kann man seine Systeme begutachten, was er hier alles in diesem Turm hat. Wie gesagt, wen das interessiert, hier hat er ein bisschen, wie nennt man es? Hier,
Ach, Forestry drinne. Genau, hier auch so ein bisschen Zeug. Hier seine ganzen epischen Rüstungen. Das sieht halt mega krass aus. Dann hier auch noch so eine Kleinigkeit. Immersive Energy war das, glaube ich, ne? Oder? Immersive, genau, Engineering. Und jetzt sind wir wieder draußen. So, jetzt hoffe ich, dass ich alle einmal anvisiert habe. Nur Jennys Neues. Also ich habe Jennys Dingshaus jetzt gefunden da hinten. Ich weiß allerdings nicht, wo Jennys richtiges Haus ist. Da muss ich mal in ihrer Folge gucken, dass wir da dann auf jeden Fall auch nochmal vorbeifliegen. Aber jetzt haben wir alle einmal angeflogen. Und dann würde ich sagen, war es mit dieser etwas längeren Folge. Diese Woche werden die Folgen alle so lang. Mit dieser längeren Folge. Wir ziehen uns einmal um und packen einmal unsere Rüstung hier drauf. So. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, guckt wie gesagt auch mal bei den anderen vorbei. Wir sind jetzt bei allen einmal drüber geflogen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüss.